Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute wird es lecker, denn es dreht sich um die Degusta-Box. Und wenn sie dich interessiert, bleib sehr gern dran. Wir kommen wieder am Anfang zu ein paar Fakten. Die Degusta-Box ist eine Foodbox. Wir haben aber auch Getränke drin, also keine reine Food-Foodbox. Die kostet 15,99 Euro im Abo. Ich habe dir unten einen Rabatt rein in der Infobox. Da kriegst du, glaube ich, 6 Euro auf die erste Box und zahlst da, glaube ich, 9,99 oder so. Musst du mal nachschauen, wenn sie dich interessiert. Ich finde sie jedes Mal so toll. Also wirklich, ich bin ein kleiner Naschi, wirklich. Und freue mich immer sehr über die Degusta-Box. Das ist wirklich der Knaller. Ich liebe sie. Und wenn sie dich interessiert, wir schauen jetzt gemeinsam rein. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Und ja, wir haben wirklich coole Produkte drin. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, wir haben nicht arg viel einen höheren Wert, weil das bei Lebensmitteln einfach gar nicht so möglich ist wie jetzt bei Beauty oder so. Ihr wisst ja selber, viele Sachen werden im Sale oder so verkauft, aber Essen oder so wird ja nie so ein krasser Sale sein wie jetzt Beauty oder so. Und deswegen ist es halt so, aber sie ist wirklich trotzdem cool. Es gibt auch eine Limited Edition, eine Degusta Code Box, wo dann Kühlschranksachen kommen. Die kommt in der Box, die dann wirklich gefrorene Artikel behaltet oder Kühlschrankhalte. Wenn sie dich interessiert, lasst mich auf jeden Fall wissen, dann stelle ich euch die auch mal vor, weil mich würde sie selber auch sehr interessieren. Wir haben immer noch ein Heftchen hier. Ich will jetzt mich nicht zu sehr spoilern lassen. Oh, hier, neues Jahr, neues Glück. Degusta Glücksrad. Probieren wir doch nachher gleich mal unser Glück am Glücksrad. Hier stehen jetzt die Produkte drauf. Ich möchte mich nicht spoilern lassen und wir schauen rein. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Produkt. Hier habe ich von Dr. Oetker ein High-Protein-Pudding. Okay, in Schokogeschmack. 20 Gramm Protein in zubereiteter Packung. 2 Portionen mit Milch zu geben. Wir haben hier ein Tütchen mit 58 Gramm, wo wir 300 Milliliter Milch sprudelnd aufkochen und dann da reinfüllen mit dem Pudding zusammen. Und dann haben wir ein High-Protein-Pudding. Klingt ja spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie der schmeckt. Schmeckt er wie normaler Pudding? Weil diese Proteinsachen gibt es welche, die schmecken entweder richtig gut oder die schmecken gar nicht. Mega spannend. Werde ich auch probieren. Ich reihe hinter mir alles auf, dass wir am Ende sehen, was war wirklich alles in unserer Degusta-Box drin. Das zweite Produkt sieht aus wie Tee. Von dieser Marke haben wir immer mal wieder Tee vertreten. Von Tia habe ich ein Taste by Italy Bio-Früchtetee, Zitrone, weißer Hibiskus und Basilikum. Früchtetees trinke ich persönlich sehr gerne und deswegen probieren wir den aus. Ich gucke mal, ob ich was rieche. Nein, ich rieche jetzt ein bisschen Zitronik, riecht es doch. Aber es riecht jetzt irgendwie so, ja, nicht vielsagend. Müssen wir austesten. Und wenn du ein Teeliebhaber bist, Tee gibt es öfters mal in der Degusta-Box. Und ich habe wirklich schon Tees für mich entdeckt, die ich mir wahrscheinlich nie gekauft hätte, weil es einfach so im Wintermix oder so war, der wirklich von den verschiedenen Zusätzen wirklich echt komisch geklungen hat. Also da war was weiß ich was für Gewürze noch mit drin, aber der hat so gut geschmeckt. Den habe ich mir auch schon nachgekauft. Der ist so lecker. Habe ich auch durch die Degusta-Box entdeckt. Das nächste Produkt ist etwas größer. Oh, wir haben von Dr. Oetker Falschum ein High-Protein-Müsli. Ist das irgendwie die Protein-Box diesen Monat? Wir haben eins mit 30% Protein, Schoko und Nuss. Das bin ich ja auch sehr gespannt drauf. Ich esse tatsächlich gerne Müsli, aber mir ist da immer so viel Zucker drin. Und ich muss jetzt mal schauen, viel Protein heißt ja, glaube ich, nicht, dass wenig Zucker drin ist, meine ich. Aber wir haben jetzt hier gar keinen Zucker, lese ich gerade. Okay, Energie, Fett, Kohlenhydrate haben wir. Ja, es geht eigentlich. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, das muss ich auch zugeben. Ich achte auf sowas normal auch nicht. Aber ich will eigentlich nicht so eine Zuckerbombe zum Frühstück. Und ich muss mich nochmal schlau machen, aber für mich sehen die Werte ganz gut aus. Und ich teste das dann aus, weil ich habe sowieso ein neues Frühstücksmüsli gesucht. Ja, weil ich keine Zuckerbombe haben möchte morgens. Das sieht gut aus, vor allem auch mit Schoko. Ich liebe Schoki. Das nächste ist von Melitta. Sind das Kaffeebohnen?
Wir haben Barista Perfection. Ich rieche jetzt nicht so viel. Stärke 4 von 5. Oh, sehr starke. Kaffeebohnen, nussig intensiv. Crema Forte. Oh, die werde ich gleich meinem Mann geben. Der freut sich richtig. Der freut sich immer, wenn ich ihm in der Degustabox Kaffeebohnen bringe. Weil er trinkt sehr viel Kaffee und auch sehr gerne Kaffee. Und der kann damit immer gut was anfangen. Ich trinke auch Kaffee, aber nur Latte Macchiato und lang nicht so viel wie er. Und deswegen kriegt er immer die Kaffeebohnen. Gut, wir benutzen die gleiche Maschine, also bekomme sie auch ich. Ah, das ist auch wieder richtig toll. Gefällt mir gut mit Trommelröstung. Kann man mal neue Kaffeebohnen ausprobieren. Und das ist doch eine angenehme Größe, muss ich sagen. Mit, wie viel Gramm haben wir? 200 Gramm. Wirklich eine schöne Probiergröße. Okay. Das große, schwere Produkt ist wahrscheinlich eine Milch, die keine Milch ist. Louf aus Lupinen, Natur, mild und lecker. Neu. Unsere Queen, der Süßlupin. Klima, Planet, Bienen und regionale Bauern. Alle feiern unsere Süßlupine, denn das blaue Blütenwunder gedeiht auf Feldern in MacPom. Und was nicht wie andere Eiweißpflanzen um die halbe Welt zu uns reist. Ja, laktosefrei, sojafrei, ohne künstliche Aromen, ohne künstliche Farbstoffe, ohne künstliche Geschmacksverstärker. Klingt auch sehr spannend. Probiere ich aus als Milchersatz beim Latte Macchiato, weil ansonsten trinke ich nicht wirklich Milch. Mein Müsli trinke ich mal mit Milch, aber auch manchmal mit Joghurt, aber schon eher mit Milch. Doch, eher mit Milch. Da denke ich irgendwie gar nicht dran. Immer wenn ich Milch denke, muss ich nur an den Kaffee denken. Muss ich dann mal auch im Müsli ausprobieren. Eine Milchalternative zum Testen. Dann haben wir eine Flasche. Oh, das dürfte ganz normales, stilles Wasser sein. Das hatte ich ja noch nie in der Degustabox. Ich habe hier natürliches Mineralwasser. Also still. Ist gar nichts für mich. Ich mag gar kein stilles Wasser. Es muss bei mir Kohlensäure enthalten. Deshalb wird das weiterwandern zu meinem Freund, der gerne stilles Wasser trinkt. Und ja. Bin ich jetzt irgendwie nicht so begeistert von, hatte auch noch nie in der Degustabox Wasser, stilles Wasser. Ich meine, es ist jetzt Wasser, was man kennt auch, es ist nichts Besonderes. Ist das erste Produkt, das erste Mal, dass mir in der Degustabox was gar nicht zusagt. Ja. Aber es kann ja dann nur noch besser werden. Ich habe hier, Jim Beam, haben wir wieder Alkohol? Ja, wir haben auch in der Degustabox ab und an mal Alkohol vertreten. Hier habe ich jetzt 3% Alkohol, Jim Beam, Sunny Peach, Bourbon Spritz. Ein Sparkling Fresh and Fruit Jim Beam. Alkoholisches Mixgetränk aus mit Pfirsichgeschmack und Whisky. Ich bin nicht so der Whisky-Fan, also irgendwie ist es nicht so meine Degustabox diesen Monat. Wird bei mir auch weiter wandern. Whisky mag ich nicht. Pfirsich ja, aber Whisky gar nicht. Es ist auch wirklich alles immer so gut geschützt und alles mit Karton noch verbaut. Wir haben noch 3 Produkte und zwar einen Riegel. Ich habe hier von Sunrise Crunch Milch und Cerealien. Und was erinnert mich das an Nippon? Ist Nippon vielleicht so ähnlich? Irgendwie, wenn ich das Bildchen so sehe, erinnert mich das sehr stark an Nippon. Werde ich sehr gerne mal ausprobieren. Aber ich denke, ich werde den mit meiner Mama teilen, denn die ist so ein Nippon-Fan. Und das ist ja auch Milch und Cerealien. Ja, von Sunrise. Sagt mir aber gar nichts und teste ich aus. Würden euch auch in Videos interessieren, wo ich mal berichte über Süßigkeiten oder so. Ich weiß ja nicht. Also, wenn euch sowas mal interessiert, ich überlege gerade im Food-Bereich. Wenn euch irgendwas interessiert, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und dann gucke ich, dass ich es umsetze. Das vorletzte Produkt sind Kidneybohnen. Ich kann Chili con Carne machen. Perfekt. Ich habe Kidneybohnen ohne Salz- und Zuckerzusatz von Dorsey, von denen haben wir immer mal wieder was drin, auch mal Linsen, Kichererbsen, alles Mögliche. Und ja, das kann man doch immer gut gebrauchen. Das Chili con Carne ruft uns schon, ich höre es schon rufen. Freue ich mich auch drüber. Und das letzte Produkt ist
Oh, Gemüsebouillon. Als hätte die Degustabox gerochen, dass meine leer ist von Knorr. Ich benutze tatsächlich gerne mal sowas, wenn ich jetzt eine Suppe mache oder so, benutze ich so Gemüsebouillon, so Suppenpulver richtig gerne. Hier habe ich jetzt die Bio-Pure-Geschmack, 35% Gemüse und Kräuter. Da rieche ich gleich rein. Dürfte nicht arg anders sein wie meine. Nein. Oh, das riecht so gut. Ich freue mich. Meine ist nämlich wirklich leer und ich habe eine neue gebraucht. Kann man aber auch immer gut gebrauchen, sowas. Also, ja. Schöne Produkte wieder in der Degusta-Box. Ihr seht hinter mir jetzt mal die Produkte. Ich gucke, dass ich etwas zur Seite gehe, dass du auch alles siehst. Ja, es war jetzt nicht meine Lieblings-Degusta-Box, die ich bis jetzt hatte, denn der Whisky war nichts für mich, das Wasser hat mich irgendwie gestört. Der Rest war eigentlich nicht schlecht oder gut, aber die zwei Sachen, ich weiß nicht. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dieses Unboxing dir gefallen hat. Ich habe dir noch vergessen zu sagen, was mein Highlight-Produkt war. Das vergesse ich gerne mal. Mein Highlight-Produkt ist tatsächlich, würde ich sagen, das High-Protein-Müsli, weil ich ja ein neues Müsli suche, was einfach morgens mir auch mehr Kraft gibt und nicht so süß ist und so vollgezuckert ist. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder.